Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute machen wir wieder einen besonderen Zug, einen Intercity der Anfangsjahre um 1973 mit einer Baureihe 103.1. Das Besondere in dem Zug sind noch eingereiht zwei blaue A-Yms 203. Daneben haben wir noch einen Barwagen eingereiht, einen ARM 105 und entsprechende Speisewagen oder Einspeisewagen der Gruppe WRM 132 bis 135 und andere sonstige TE-Wagen, die früher vor dieser Epoche noch im Rheingold unterwegs waren. Die Wagen um 1973 haben fast alle noch die dunkelgraue Schürze. Viel Spaß mit dem Intercity 123 Nymphenburg. Like und Abo nicht vergessen. Ciao.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.